Los. Servus, liebe Leute, und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Zurück in die Zukunft. Ja, und da ist die Jennifer, aber mit der wollen wir jetzt nicht schwätzen. Da hat man ja so ein Duell. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal wiederholen können. So ein E-Gitarren-Duell. Ja. Ich würde sagen, wir wiederholen das Duell Ich jetzt will einfach eine nochmal. Revanche. Oh, du hast Nerven, McFly. Willst du dich wirklich nochmal so erniedrigen lassen? Er ist nichts als ein Blender. Ich beherrsche die Technik. Ach, wirklich? Willst du eine Kostprobe? Vielleicht, wenn du Lied schlägst. Ich hab dich schon mal platt gemacht, McFly. Solltest du nicht im Dreck stecken? Ja. Aber dann hat mich deine Mutter rausgeschmissen. Lass meine Mutter da raus! Pass auf, dass du keine Narben hinterlässt, Baby. Okay. Ich weiß gar nicht. Hier hat man ja auch gar keine Chance, irgendwas zu sehen, eine Wertung oder sowas. Und der wiederholt einem letzten Endes nur die Moves, die wir auch machen. Bewegen wir uns mal nach links. Er bewegt sich auf Jennifer zu. Jetzt müsste er auch weichen wieder. Ich weiß gar nicht, wie hier gewertet wird. Das ist so mein Problem. Okay, er geht wieder zu Jennifer zurück. Und drängt uns wieder weg. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier einen Hüpfer, gehen auf Jennifer zu, ob das. Warum? Das geht mir so auf den Sack bei dem Typ. Ich glaube, es geht darum, mehr auf die zu der Jennifer zu kommen oder so. Ich habe keine Ahnung. Man hat hier keine Punkte oder irgend sowas. Jetzt springen wir auch so blöde. Machen wir mal einen Schnuckel. Nee. Hey, willst du einen Streit? Den hatten wir eben schon. Und ich habe wieder gewonnen. Okay, wir kacken hier anscheinend immer wieder ab. Das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns später. Die Liebe ist ein Schlachtfeld. Brich ein paar Regeln, gewinne Jennifer zurück und mache eine Szene. Ja. Ja, die Strafpunkte nützen uns jetzt hier wenig. Na, da können wir wieder nur denselben Mist sagen. Ja? Ich glaube, deine Farbe verschmiert. Mist! Lied scheut kein Risiko und auch keine schmutzigen Tricks. Völlig übernimmt er sich da, aber sieh dich vor, er betrügt. Aha, okay. Also er betrügt. Na, können wir nicht im Vorfeld vor dem Spiel irgendwas machen?
Ja? Leech mag flinke Finger haben, aber ich habe den Rock'n'Roll praktisch erfunden. Nette Axt. Hast du die von deiner Mutti? Ja, jetzt läuft sich die ganze Chose, jetzt müssen wir doch irgendwie den schlagen. Wenn es um Bestrafung geht, bin ich ein Nimmersatt. Dann wird das ein Festmahl. Nur die Sieger kriegen Küsschen. In Jennifers Richtung bewegen. Wir gehen doch immer nur auf die und nicht auf die andere Plattform. Ich habe meine Idee zu seinem Verstärker. Nein, zu seinem. Hey, willst du einen Streit? Den hatten wir eben schon. Und ich hab wieder gewonnen. Das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns später. Die Liebe ist ein Schlachtfeld. Naja. Ich hab keine Ahnung, was wir jetzt hier machen sollen. Na komm. Ja, gib noch einen. Vielleicht wäre er nicht so gut, wenn sein Verstärker umfallen würde. Aha. Okay, okay, jetzt habe ich eine Idee. Also es geht auf jeden Fall um seinen Verstärker, da ist schon mal die Vermutung richtig. Sorry, wenn ich jetzt hier solche Hilfen nutzen muss, aber ganz ehrlich. Ja? Das Spiel gibt keine Einheitspunkte, nix. Ich mag flinke Finger haben, aber ich habe den Rock'n'Roll praktisch erfunden. Nette Axt. Hast du die von deiner Mutti? Ja, komm. Einmal platt gemacht werden reicht dir wohl nicht. Ja, ja. Vor allem, das, was ich hier finde, ist, wir treffen uns jetzt hier zum was weiß ich wievielten Mal. Jetzt dann in Richtung Verstärker. Ich will aber in Richtung seines Scheißverstärkers. Ja, jetzt sind beide Verstärker umgekippt, okay.
Okay, ihre Gesichtsreaktionen sind bei ihm jetzt anders, als er in der Nähe ist. Nee, Schnörkel können wir an seinem Verstärker nicht machen. Willst du einen Streit? Den hatten wir eben schon. Und ich hab wieder gewonnen. Ich kapiere das nicht ganz, wie das jetzt hier ist. Das hat Spaß gemacht. Wir sehen uns später. Die Liebe ist ein Schlachtfeld. Dann nochmal die ganze Schose. Sein Verstärker muss umkippen und was noch? Ey, ich habe ja echt keinen Anhaltspunkt hier. Ich sehe echt keine Schnitte, muss ich mal ganz ehrlich zugeben. Was noch? Komm. Wenn du Leech dazu bringen kannst, seinen eigenen Verstärker umzustoßen, kannst du ihn vielleicht auch auf einem instabilen, auf einer instabilen Plattform zum Stolpern bringen. Okay. Ja, dann weiß ich jetzt wie. Ja? Leech mag flinke Finger haben, aber ich habe den Rock'n'Roll praktisch erfunden. Nette Axt. Hast du die von deiner Mutti? Ja, den Satz kennen wir. Kann man das hier überspringen? Einmal platt gemacht werden. Gut. Machen wir als erstes einen Luftspringen. Aha. Hüpfer. Martin McFly, das war total abgefahren. Was soll ich sagen? Manche haben's und manche eben nicht. Du hast meine Kopfplatte zerbrochen. Ich glaube, ich habe ein neues Idol. Komm her. Warte, ich habe eine bessere Idee. Okay, gut, lädt. Wie hast du mich genannt? Ein Spießer? Jedes Mädchen kann mal einen Fehler machen, oder? Ich habe diese zwei Rowdies erwischt, wie sie gegen die Vorschriftennummer Jennifer? Daddy 476D verstoßen haben. Mit geöffnetem Mund? Und Zunge. Du bist zu weit gegangen, Jennifer. Was ist denn daran so schlimm? Das sind nur die Hormone. Halt! Solche Worte benutzen wir in dieser Stadt nicht. Oh. Zu dir komme ich später noch, junge Dame. Wir müssen uns gründlich unterhalten über das Bürger-Plus-Programm. Was? Ach, kommen Sie. Officer. Geben Sie Mr. McFly Strafpunkte nach 476D. Ich kümmere mich um Ihre missratene Tochter. Ma'am. Und das ist dafür, dass meine Tochter jetzt Ärger mit Bürgerin Edna hat. Jetzt halte ich von Ärger fern, sonst bekommst du es mit Bürger Brown zu tun. Finden. Ja, wollen wir ja finden. Wir wollen ja Ärger mit Bürger Brown, beziehungsweise wir wollen zu Bürger Brown. Oder zu eigentlich unserem Doc Brown. Und wie könnten wir das am besten auslösen, indem wir eine saufen? Würde ich sagen. Am besten hier, wo die Kamera ist, die Sprechanlage.
steht mein Name drauf. Damit können Sie nichts anfangen. Mhm. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, ob man da jetzt... Sie auf, dauernd den Knopf zu drücken. Lassen Sie mich rein. Edna. So, und jetzt ist endgültig Schluss damit. Bitte, nur 5 Minuten mit Bürger Brown. Kein Termin, kein Zutritt, keiner. Kein Wenn und Aber. Oh, oh je. Ah, so Officer Parker. Müssen wir mal überlegen, wie bringen wir den vielleicht? Hände hoch, Bürger. Stillgestanden. Das wird nichts. Hoffentlich ist da Apfelsaft drin. Warum machen Sie es nicht auf und finden es heraus? Kommen Sie mir bloß nicht frech. Ich weiß, dass Sie ein Taugenichts sind, McFly. Officer Parker, was gibt es hier für ein Problem? Bürger McFly, Ma'am. Er trieb sich mit einem 181B-Verstoß in der Tasche hier herum. Sie, junger Bürger. Woher haben Sie diesen Fusel? Nirgendwoher. Ist er etwa frech zu mir? Ja, mir gegenüber hat er sich auch so verhalten. Können wir den Vortrag nicht überspringen und die Sache hinter uns bringen? Au! Officer, geben Sie ihm ordentlich Strafpunkte. Was den Alkohol betrifft. Ab damit in die Recyclingtonne. Mit Vergnügen, Ma'am. Oh je. Nun, stecken Sie Ihre Nase nicht in irgendwelche Sachen, sonst bringe ich Sie zu Bürger Brown. Naja, wir wollen ja zu Bürger Brown. Brich ein paar Regeln, freunde dich mit einem streunenden Hund an. Eini! Ja gut, aber wie wir uns mit einigen Freunden oder ja eigentlich schon unser Freund ist, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich werde jetzt hier einen Schnitt setzen und wir sehen uns wieder, wenn es heißt, zurück in die Zukunft. Bis dahin, viel Spaß!